Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um meinen Laptop. Das ist ein Toshiba Satellite C855. Da könnt ihr ja mal nachgoogeln. Das ist ein relativ altes Gerät. Der hat Windows 10 drauf. Und wenn ich jetzt hier mal mir die Eigenschaften vom System anzeigen lasse, dann sehe ich, dass ich hier eine Intel Celeron CPU 8, da muss ich meine Brille aufsetzen, die Zahlen sind zwar recht groß, aber ich kann es echt nicht lesen. B820 mit 1,7 GHz. Der hat 8 GB installierten RAM und halt Windows 10 drauf, die aktuelle Version 20H2. Man kann ja noch ein bisschen hochgehen. Genau, das ist die 19042, die hier installiert ist. Bei Facebook zum Beispiel, da lese ich immer, welchen Laptop benötige ich oder welchen PC benötige ich zum Beispiel für Fotobearbeitung mit Photoshop oder Lightroom. Und dann wird empfohlen, du musst dir kaufen XY, da muss jede Menge Speicher drin sein, CPU wird ihr aktuell, sonst wurden immer Intel, K oder 10.900 und wie die alle heißen empfohlen. Und jetzt im Moment ist ja AMD vorn, sage ich mal. Und deswegen werden die aktuellen Ryzen-Modelle empfohlen. Und dieser Laptop hier, der ist jetzt, ich weiß gar nicht genau, 6, 7 Jahre alt, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich den gekauft habe. Der hat so um die 700, glaube ich, gekostet damals, wo ich den gekauft habe. Und da war der schon nicht mehr das neueste Modell, glaube ich. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall Celeron B820, 1,7 GHz, also echt alte Geschichte. Aber auf diesem Laptop läuft die Kreativcloud von Adobe ohne Probleme. Und Photoshop und Lightroom auch. Ich habe das hier schon mal installiert. Hier ist Photoshop. Lightroom habe ich hier auch installiert. Ich habe jetzt Lightroom Classic aufgemacht. Ich habe aber auch das normale neue, sage ich mal, Lightroom installiert. Und in der Creative Cloud App kann ich hier unten auch sehen, welche Anwendungen ich noch installieren kann. Und in meinem Abo ist jetzt aber halt, ich habe nur das Fotografie-Abo, da ist jetzt halt nur Lightroom und Photoshop drin. Noch so ein paar andere Programme, die ich aber halt nicht brauche. Hier ist ein Programm, das heißt Fresco, das ist für neue Pinseltechnologien. Da steht dabei, dass das für meinen Laptop nicht kompatibel ist, aber das brauche ich nicht. Und Photoshop und Lightroom, das läuft ja alles. Dieser Laptop ist natürlich aufgrund seiner alten CPU nicht der schnellste. Das heißt, Fotobearbeitung, besonders wenn ich jetzt in Lightroom, sage ich mal, 30, 40, 50 Bilder markiere und die mit einem Filter versehen will. Das dauert natürlich auf diesem Gerät etwas länger. Aber grundsätzlich läuft das alles hier auf diesem Laptop, obwohl der so alt ist. Und genauso läuft hier drauf auch das Magix Video Deluxe oder DaVinci oder Adobe Premiere. Das läuft alles auf diesem Laptop. Man muss halt etwas mehr Zeit mitbringen. Wenn ich also nicht viel Geld zur Verfügung habe oder generell schon einen Laptop habe, probiert es doch erstmal aus. Wenn ihr, ich verstehe sowieso, muss ich auch dabei sagen, wenn ich jetzt eine Fotobearbeitung einsteigen möchte, warum frage ich dann überhaupt bei Facebook, was ich dafür brauche, was für ein Gerät? Warum nehme ich nicht einfach das, was ich habe und probiere es aus? Und wenn es nicht geht, kann ich ja immer noch mal fragen. Also ich frage ja die Leute auch nicht, welches Brot ich essen soll oder welche Wurst ich da drauflegen soll, sondern ich probiere einfach aus und das, was mir schmeckt, das esse ich dann. Also ich kann das nicht ganz nachvollziehen, aber bei Facebook kommt diese Frage ständig, also gefühlt jede Woche. Ich bin da in einigen Fotografiegruppen und also das scheint da generell ein gängiges Problem zu sein, obwohl doch die meisten Leute einen Computer zu Hause haben. Also ich bin mit Computern groß geworden. Vielleicht liegt es auch daran, vielleicht sehe ich deswegen das Problem nicht, weil ich mit Computer halt groß geworden bin. Aber ich dachte mir einfach, die heutige Generation, die ist ja noch mehr in dieser Materie drin.
Und wenn ich jetzt keinen Computer habe, aber Fotobearbeitung im großen Stil machen möchte, dann gehe ich, also ich kann euch nur empfehlen, geht einfach in den Laden, setzt euch ein Budget und kauft euch einen PC, weil selbst auf alten Geräten wird das laufen. Und selbst wenn der Verkäufer sagt, nein, ihr braucht aber, du brauchst dafür hier High-End XY-PC und der überschreitet dein Budget, dann ist das sowieso hinfällig, dann spielt das eh keine Rolle. Also wie gesagt, dieses Gerät hier, für heutige Verhältnisse uralt und Photoshop und sowas, läuft hier ohne Probleme. Wie gesagt, ihr müsst halt ein bisschen mehr Zeit mitbringen für die Fotobearbeitung. Du kannst hier an diesem Laptop, ich habe hier so einen kleinen also Bluetooth-Stick, da kann ich ganz normal noch eine Maus anschließen. Ich kann hier, weil der ja auch USB-Anschlüsse hat, ich kann hier externe Grafiktablets anschließen. Der hat auch einen HDMI-Ausgang, obwohl er so alt ist. Ich kann hier also einen größeren Bildschirm anschließen, eine externe Tastatur. Ich könnte den einfach zuklappen, in die Ecke legen und dann auf einem großen Bildschirm mit Maus und Tastatur oder Grafiktablet arbeiten. Das ist alles gar kein Problem. Und der Vorteil ist dann, wenn ich das so machen sollte, ich könnte den einfach abstöpseln und dann mobil mitnehmen. Für unterwegs. Einen großen PC, den schleppst du ja nicht mal so eben mit, obwohl der halt auch Vorteile hat. Und heutzutage die aktuellen Laptops, die es da so gibt, die haben so viel Rechenpower. Für die meisten lohnt es sich dann gar nicht mehr, einen PC zu holen. Es gibt heute Laptops mit schönen großen Bildschirmen. Alles natürlich eine Preisfrage, ne? Also wie gesagt, wenn ihr überlegt, in die Fotobearbeitung etc. einzusteigen, es gehen auch alte Geräte oder ältere Geräte. Also dieser hier, 7 Jahre alt, glaube ich weiß es nicht genau, müsste ich auch googeln. Toshiba Satellite C855, könnt ihr selber mal googeln, wie alt der ist. Und das läuft. Ihr müsst euch also nicht für teuer Geld irgendwas super Aktuelles kaufen, lasst euch da keinen Bären aufbinden, setzt euch ein Budget, kauft euch einen Laptop und wenn der halt so alt ist wie dieser hier, dann müsst ihr halt damit rechnen, dass der halt ein bisschen länger braucht, ne? Man kann bei diesem Laptop den Speicher noch aufrüsten, ich habe jetzt hier nur 8 GB drin, ich glaube man kann bis auf 16 aufrüsten, ich habe schon die normale Festplatte, die hier drin war, 2,5 Zoll, die kann man einfach hier unten, kann man diese Schraube lösen, dann kann man den Deckel hier mit dem Fingernagel aufmachen, dann kann man die Festplatte selber wechseln, da habe ich eine SSD reingemacht, das hat schon mal einen Geschwindigkeitszuwachs von über 100% gebracht, vorher mit der alten Standard-Festplatte hat das Photoshop, 5 Minuten gebraucht, bis es geöffnet wurde und jetzt sind es nur noch, 20, 30 Sekunden. Immer noch langsamer als auf dem aktuellen PC, klar, gebe ich zu, aber wie gesagt, 7 Jahre altes Gerät, der kann halt ein bisschen mehr Zeit sich nehmen. Das war eigentlich das, was ich sagen wollte im Kern, also lasst euch nicht irgendwas da Teures andrehen, lasst euch nicht bequatschen, auch alte Geräte funktionieren. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Fotobearbeitung und tschüss, bis zum nächsten Mal.